Ho, ho, servus Leute, was geht ab? Und willkommen zum Mr. Sushi Bomber 100 Weihnachtsspecial! Und ich werde jetzt lieber normal weiterreden, sonst bin ich heute Abend heiser und das will ich ja nicht. Ja, das Weihnachtsspecial. Bevor es losgeht, habe ich noch einen kleinen Tipp für alle, die ich nicht mitgekriegt haben unter euch Bronies. Leute, Staffel 2, Blu-ray, Link in der Beschreibung. Draufgehen, kaufen, also Amazon, kaufen, oder wenn du es im Laden findest, noch besser, egal. Auf jeden Fall Staffel 12, Blu-ray, so, Weihnachtsspecial. Mich hat letztens ein Abonnent gefragt, sag mal Susi, wie kommt's eigentlich, dass du ein Brony bist? Ja, mit dieser Frage kann ich nicht wirklich was anfangen. Ich meine, man schaut sich die Serie an und dann reißt's halt einen einfach mit. Ja, ich werde die Frage etwas umformulieren. Sushi, seit wann bist du eigentlich ein Brony? Das ist nämlich die Frage, die viele interessiert. Seit wann bin ich ein Brony? Ich bin ja so ein sogenannter G1-Brony. Wer nicht weiß, was das ist, der kann sich gleich erschießen. Oder wieder unter den Stein zurückkriechen, unter dem er hergekommen ist. G1. Ich bin schon seit 1989 ein Brony. 89, mit 4 Jahren. Die Jüngeren unter euch werden jetzt sagen, was, der alte Sack, hau ab, geh, verschwende, bist du alt? Nee. Auf jeden Fall, seit 89 bin ich ein Brony. Und die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, eigentlich, naja, tragisch war die Geschichte nicht. Es ging, also in den 80ern hatten wir, naja, nicht so viel Geld. Und Internet gab's auch nicht. Und ist ja klar, in den 80ern gab's kein Internet, bla bla bla. Ja, und meine Eltern mussten sich halt ein bisschen was einfallen lassen, ein vierjähriges Kind ein bisschen zu beschäftigen. Gut, man könnte jetzt sagen, rausgehen und alles, das wurde ja auch gemacht. Aber ich war halt schon immer ein kleiner Movie-Nerd. Movie-Nerd. Und ja, Filme an sich kaufen war teuer. Also, VHS-Kassetten waren damals manchmal sauteuer. Da hast du für eine halbe Stunde, ich glaube, 30 oder 40 Mark hingeblättert manchmal. Also, bei manchen Sachen, das war extremst überteuert. Da ist heute im Grunde teilweise günstig. Das ist heute teilweise günstig. Naja. Und dann haben meine Eltern das Einzige gemacht, was halt vom Preis her angenehm war. Und das war einen VHS-Rekorder gekauft, leere Kassetten und dann halt einfach querbeet im Fernsehen aufgenommen. Ja, teilweise ein paar kleine Sachen wie Inspector Gadget. Oh, kennt man ja noch. Ein paar Folgen von Inspector Gadget auf eine Kassette aufgenommen. Captain Future, die ganzen 80er-Sachen, war einfach herrlich. Und eines Tages ist dann, haben meine Eltern irgendwie, ich glaube bei RTL oder wo das war, ich weiß es nicht mehr genau, einfach mal aufgenommen. Es war morgens um 9 Uhr irgendwann, war, ich weiß es nicht mehr genau, das war, ach, mit 4 Jahren kann man sich sowas nicht merken. Auf jeden Fall einfach mal durchgehend aufgenommen auf RTL und ja, das... Oder war das... Nein, das glaube ich war auch RTL. Ja, das müsste RTL gewesen sein. Auf jeden Fall, da haben meine Eltern dann einen Film aufgenommen, der meiner Meinung nach, er lief zwar im Frühprogramm, aber der meiner Meinung nach ab 1 Uhr, 2 Uhr nachmittags hätte laufen sollen, weil so für kleine Kinder wäre dieser Film nix. Es ging... Also wirklich, der Film war eigentlich nix für Kinder. Für Kleinkinder vor allem. Es ging darum... das um Wale. Ich glaube, das war so ein schwedischer Wahlzeichentrickfilm. Vielleicht kennt den einer von euch noch. Und ich fand's teilweise richtig schockierend, weil es waren richtig düstere Bilder. Und also für Kindesaugen war es ziemlich düster. Ziemlich düstere Bilder. Man hat sogar tote Wale gesehen, wie sie einen Tod angeschaut haben mit den toten Augen. Also es war nichts für Kinder, meiner Meinung nach. Und ja... Nee, Schweden, ich glaube, die kennen ja keine Grenzen, was Kindererziehung angeht. Hier, Kitty, schau dir Gesichter des Todes an. Passt schon. Nee, Quatsch. Ist bloß ein Witz. Nee, auf jeden Fall, ich fand den Film extremst ungeeignet für Kinder und ich hatte auch teilweise wirklich Angst vor dem Film, wie ich klein war. Weil, kurze Geschichte, Wahlpapa und Wahlmama kriegen kleinen Nachwuchs, schwimmen halt lustig rum, da, bis dahin war es noch schön. Und plötzlich ist der Kleine irgendwie verschwunden, getrennt von den Eltern und war auf sich selbst gestellt.
Ja, und da trifft er halt dann irgendwie einen größeren Wal oder. Ja, und befreundet sich halt mit dem irgendwie. Und plötzlich stirbt dieser Wal. Hat er irgendwie was Falsches gefressen oder irgendwas? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Du hast dann einfach vor seinen Augen, glaube ich, gestorben. Und man sieht richtig die Panik in dem kleinen Wal. Also, Leute, dieser Film war überhaupt nichts für Kinder. Garantiert nichts. Naja. Und ich hatte wirklich teilweise Panik, wie ich den angeschaut habe. Ja. Und dann haben sie halt einfach weiter aufgenommen. Meine Eltern. Und danach kam's. Nach diesem Film gingen mir die Augen auf. My Little Pony, The Movie. Von 1986. Mag sein, dass er nicht so gut war wie jetzt Friendship is Magic. Mag sein, dass G1 teilweise wirklich übertrieben kitschig kindisch ist. Aber ich fand's geil. Es war das gleiche Feeling, was ihr jetzt heute habt mit Friendship is Magic, hatte ich ja damals in den 80ern. Das ist exakt die gleiche Geschichte. Du siehst die Ponys, du siehst, wie sie sich freuen und spielen etc. Und dann kommt dieses Glücksgefühl halt einfach. Es ist exakt der gleiche Grund, aus dem ihr gerne Friendship is Magic schaut. G1 war halt damals geil. Im Vergleich zu manch anderen Zeichentrickfilmen war es halt irgendwie geil. Ja gut, bis auf diesen inoffiziellen zweiten Film, das Ende von. Den deutschen Titel kenne ich gar nicht mehr, ich kenne bloß noch den Ende. End of Flood of Valley. Den englischen Titel kenne ich bloß noch. Ich weiß nicht warum, aber der war extremst grottig gezeichnet. Im Vergleich zum Rest der Serie und dem Pilotfilm, den Hauptfilm und der Rest der Serie gab es noch so einen Minifilm, der glaube ich 1,5 Stunden gedauert hat. The End of Flood of Valley, und der war extremst grottig gezeichnet, warum auch immer. Teilweise die Figuren richtig hölzern, haben sie sich bewegt, es war richtig schlecht. Aber an und für sich, es war halt für damalige Verhältnisse war es geil. Ne? Und wie ich denn das erste Mal gesehen habe, My Little Pony, The Movie, da gingen mir die Augen auf. Also, ja, und seitdem hat's mich halt mitgerissen. Ich hatte damals meine Eltern quasi halbwegs gezwungen, dann noch die normale Serie auf Kassette zu kaufen, also bloß ein paar Kassetten, weil, wie schon gesagt, das war scheißteuer damals. Und dann kam dieses, ja, Kinderfilme, und dann sollen wir so viel Geld rausschmeißen für Kinderfilme. Ja, und das ist halt im Großen und Ganzen die Geschichte, wie ich zum Brownie geworden bin. Na gut, kann auch 90 gewesen sein, 89, 90 in dem Dreh, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, das war halt die Geschichte, wie ich zum Brownie geworden bin. G1 fand ich geil. Und ich finde es halt immer noch irgendwie geil, weil es ist, heute ist es halt aus Sicht so trashige 80er-Jahre-Sachen. Ich liebe sowas. Alles, was trashig ist, ist irgendwie mein Fable. Ja. Ach, und noch eins. Wegen die Fandubs noch ganz kurz zum Schluss. Ich möchte euch bitten, wenn es geht, vielleicht mir ein bisschen unter die Arme zu greifen und vielleicht ein paar Tipps, was ich synchronisieren könnte. Und wenn es geht, bitte keine Videos über 10, 20 Minuten. Das ist den Aufwand leider zurzeit nicht mehr wert. Wenn ich bezahlt werde irgendwann, dann vielleicht, aber ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Und, naja, bitte vielleicht so 3-4 Minuten Videos, wenn es geht. Irgendwas auch, My Little Pony, ja, irgend sowas in dem Dreh. Vielleicht so Parodien, das finde ich immer schick, Parodien. Vielleicht ein paar Links in die Beschreibungen, nicht in die Beschreibung, in die Kommentare kann man ja mittlerweile auch Links einfügen zu Videos. Ja, ein paar Tipps, also aber auch nur, wenn ihr möchtet. Ich will euch jetzt nicht zwingen, wenn es euch Spaß macht, einfach mal einen Link in die... Ja, ich rede schon wieder um den heißen Brei. Ja, das war's. Ich wünsche euch noch eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also dann, viel Gott.